Jetzt als nächstes, nächste Aufgabe ist der Rhein. Der Rhein. Der Rhein geht los hier an der Ecke. Ja, kann man sagen, hier an der Ecke, die so, obwohl ich hier angedeutet. Ja, hier unten, Niederlande, von Niederlande los und dann hier runter. Hier einmal so ins Land rein, bis da ungefähr und dann geht's hier runter und dann da wieder raus. Ungefähr. Ich gehe ein bisschen näher ran, um es besser zu sehen, also auf meiner Karte. Wie gesagt, wenn ihr euch wundert, warum ich immer wieder nach rechts wandere mit der Maus, das liegt einfach daran, dass da meine Karte liegt und ich mich daran orientiere. So. Da müssen wir anlegen, würde ich sagen. Ja, da. Habe ich jetzt hochgesetzt? Natürlich. Das wollte ich natürlich nicht. Einmal wieder angleichen. So. Und dann runtergehen. So. Gehen wir jetzt so komisch in die... Ja, fast richtig. Ich würde ein bisschen weiter nach hier noch ganz gerne gehen. Natürlich nicht als Berg, sondern als Fluss. So, hier, so, hier. Ich mach's bei Tag. Warte mal, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich will jetzt ganz kurz Tag haben. Wie lange dauert denn die Nacht immer? Ich sehe das bei Nacht so schlecht, wie ich baue. Gucken wir uns mal die Elbe an. Ob da wenigstens Wasser reinfließt jetzt mal. Ja, irgendwie auch nicht, ne? Na, kein Wunder. Es ist auch... Das Gebiet ist unter dem Wasserspiegel. Ja, da müssen wir nochmal ran. Zack, zack. Da. Wenn wir da sagen, Wasser rein... Kommt das Wasser da auch langsam rein? So. 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 Ja. Gut. Könnte jetzt mal wieder Tag werden. Könnt ihr in der Zeit vielleicht auch mal ein bisschen gucken, was so der Rest der Stadt macht. Weil ich lasse ja fast die ganze Zeit die Zeit laufen. Und da wäre es natürlich wichtig... Oh ja, das geht aber ab hier. Von der Bevölkerung her. Haben vorhin diesen einen Punkt gehabt. Das habt ihr ja in den letzten Folgen, falls ihr die gesehen habt, mitgekriegt. Da haben wir so einen richtigen Bevölkerungsschwund gehabt. Und jetzt geht es wieder bergauf. Noch irgendwo viele Verlassene in... Cadia Bay sind Sachen überschwemmt. Immer noch. Wahrscheinlich durch Deutschland. Wenn ich Deutschland, dass ich Deutschland umgebaut habe. Eigentlich müsste man... Ich glaube, ich nenne das Österreich und das Schweiz. Einfach, weil es direkt unter Deutschland liegt und passt. So. Das Wasser. Fließt das jetzt mal bitte hier in die Elbe rein? Das wäre schön. Was ist das? Meereshöhe verschieben, nein, das möchte ich nicht. Erhöhen wir mal ein bisschen Wassersache. Gehen wir ordentlich Dampf hier, vielleicht geht das dann besser. So, zack. Schauen wir mal, was passiert. Boah, Alter! Alter! Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Jetzt müssen wir gleich mega was aufbauen, wahrscheinlich. Das Wasser da reinschmeißt. Boah, krasse Welle, die jetzt hier entsteht. Ja. Kommt das Wasser noch höher? Müsst ihr. Das ist ja nicht der Meeresspiegel, auf dem wir hier gerade sind, glaube ich. Ne? Doch, sind wir. Gut, dann müssen wir ein bisschen noch mit dem Wasser hier runter. So, jetzt aber. Komm. Wasser hoch. Die Elbe hoch, bitte. Im Moment fließt es noch von oben rein, was ja, nicht gewollt ist. So, kommt. Das klappt doch wohl. Ja, gucken wir nachher nochmal nach. Jetzt möchte ich gerne mit dem Rhein weiterbauen. Jetzt haben wir ja Tag. Jetzt kann ich pausieren. Jetzt kann man Rhein weiterbauen. So. Gehe ich hier falsch oder richtig ran? Ja, ein bisschen weiter nach hier runter, würde ich sagen. Wir müssen auch ein bisschen Platz lassen, wenn wir nachher da eine Stadt hinbauen wollen.
Hier auf die Seite muss noch ein bisschen Gebäude hin. Da müssen wir vielleicht ein bisschen rein, ein bisschen was Landesinnerer legen, als er eigentlich ist. Weil sonst kriegen wir die Gebäude da nicht mehr unter. So, hier würde ich sagen. Ja. Ja, kann man so machen. Hier so runter. Hm. Jetzt haben wir ein bisschen Vergleich mit Deutschland. So, wir sind jetzt hier. Ja, das passt, das passt, das passt. Ja, gut. Also, eventuell bin ich ein bisschen zu weit im Landesinneren. Aber das ist gewollt, denn da soll natürlich noch eine Stadt hin. Eine Stadt, die mit K anfängt und mit Ölen aufhört. Also, da muss ja auch noch ein bisschen Platz. Und da eigentlich alles linksreinig, was wichtig ist, von Köln liegt oder viel, müsste ich ja dann das hier hinbauen. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich da nicht so viel Platz habe. Aber das klappt. Schauen wir mal. Dann steht der Kölner, dem Kölner Dom eben an der Küste. Egal. Wo müsste denn Köln... ich kann nicht reden. Wo müsste denn Köln irgendwo hin? Hier müsste irgendwo Köln hin, ne? Hier müsste irgendwo Köln sein, in der Stelle. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also wahrscheinlich eher hier, oder? Ja, ich würde sagen, hier ist irgendwo Köln. Hier. Ja. Ja, das wird kompliziert, wenn wir hier noch einiges hinbauen wollen. Vielleicht müssen wir dann das Dach erstmal ein bisschen angleichen, nochmal wieder. Ja, ja, ich... ich korrigiere gerne mal viele, viele Dinge. Zufrieden bin und müssen dann eventuell das wieder kleiner machen und dann hier runter und dann ein bisschen weiter ins Landesinnere, was natürlich nicht realistisch ist, aber einfach nur um Köln auf eine Fisch zu bauen zu können oder zumindest Teile von Köln, die ich bauen will. Und da wir brauchen ja auf jeden Fall den Dom hier. Deswegen muss da auch der Fluss ein bisschen weiter ins Landesinnere, als er in Wirklichkeit ist. Ganz einfach, geht halt nicht anders. Dann gehen wir hier mit runter. Das ist natürlich auch nicht mehr so ganz realistisch jetzt. Wir haben jetzt den Reihenverlauf ein bisschen verändert, aber es ist unser Deutschland, nicht Deutschland. Also, und so genau werden wir es auch nicht nachmachen können. So, dann müssten wir hier, hier muss gleich diese Kante kommen. So, hier irgendwo da. Das war hier, ah, wie tief müssen wir für Mainz? Also ich muss jetzt wissen, Mainz müssen wir ja, bauen wir, denke ich mal, ist so eine kleine Stadt, die können wir gar nicht, also... im Gegensatz zu anderen Städten ist die klein. Und vielleicht werden wir das auch benennen, aber für Mainz gibt es auch keine Gebäude, also können wir das hier auch schlecht bauen. Aber Mainz liegt halt genau an der Gabelung zwischen Main und Rhein. Genau. Wir müssten hier gleich diese Kante reinbauen. Hier so zack und dann hier runter. Dann liegt Frankfurt ein natürlich zu weit im Landesinneren. Wenn wir jetzt hier sagen, wir machen jetzt den hier. Frankfurt liegt ja dann hier irgendwo. Ist das richtig oder falsch? Ach, wir müssen es so machen. Ich meine, ja, so ganz genau werden wir es nicht hinkriegen. Ich versuche es ein bisschen originalgetreu zu machen. Aber so ganz genau wird das auch nicht gehen. Ja, das war schon zu weit, würde ich sagen. Wir müssen dann... ja, hier können wir eigentlich schon mal runtergehen, dann haben wir da schon mal einen Anfang. Das Mainz, sage ich mal, den ich natürlich ein bisschen kleiner machen werde. So, ungefähr würde ich jetzt mal sagen, das ist der Rhein. Ja, ja, kann man anbieten, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ich versuche es ungefähr zu machen. So, dann haben wir hier den Rhein, dann haben wir hier den Main, dann müssen wir hier ein bisschen, das vielleicht ein bisschen noch angleichen hier, zack. Der Main muss nämlich kleiner werden als der Rhein. Ein bisschen kleiner rein. Wir brauchen, wie gesagt, nur den Main für eine Stadt mit F. Gut, es wird auch jedem klar sein, welches die berühmteste Stadt am Main? Frankfurt, natürlich. Die werden wir auch nicht viel länger als Frankfurt machen. Die werden wir mal hier so ziehen, dann haben wir das schon. Dann können wir hier Frankfurt hinbauen, das passt. Dann endet der hier. Mehr brauchen wir gar nicht. Dann können wir aber eventuell hier in den Main eine ganz kleine Wasserquelle reinsetzen. Kriegen wir es noch kleiner hin? Das ist 0,0, okay. Boah, ist das riesig, Alter. Wollen wir einen Mainsee machen? Auch nicht realistisch, aber... hm, na gut. Das sieht doof aus, wenn ich jetzt hier einen See mache, ne? Das sieht auch doof aus. Ne, egal. Egal. Ach komm, nein. Zack. Dankeschön. Zack, ich möchte gerne diese Höhe haben. Das mit dem Mainsee mache ich wieder weg.
Da haben wir den Rhein. Vielleicht könnten wir noch die Donau bauen. Das ist so die drei großen Flüsse, wo ich gerade die eigentlich deutsch, wichtige deutsche Flüsse sind. Vielleicht die Weser noch andeuten. Aber das war es dann auch an wichtigen Flüssen. Da habe ich jetzt einen wichtigen Fluss vergessen. Also wirklich wichtig. Ich glaube, es sind die drei, vier wichtigsten Flüsse. So. Die Donau. Entspringt hier unten ganz an der Ecke und geht dann hier so hoch und dann hier runter. Okay, also so müssen wir die bauen. Gut, das wird jetzt die Donau. Die entspringt ja sogar in Deutschland. Als einziger Fluss hier. Endet dann ins Schwarze Meer, für alle, die es nicht wissen. In welchem Land ist das? In welchem Land endet die Donau? Ich kann es gerade nicht sagen. Ehrlich nicht, schreibt es in die Kommentare. So. Hier? Nein, wir müssen ein bisschen weiter nach da noch gehen. Gut. Wir müssten. So, das sind ja auch mehrere Flüsse hier. Dann würde ich sagen, hier beginnen wir einfach damit. Zack, erst ein bisschen kleiner, genau. So, dann geht die hier so hoch. So. So, können wir hier vielleicht sogar ein bisschen breiter werden, sogar mal. Ach, Quatsch nicht. Und natürlich keine Berge bauen. So. So. So, jetzt sind wir schon fast zu hoch, ne? Ja, fast zu hoch. Jetzt sagen wir, gehen da so ein bisschen noch hoch und dann hier wieder runter. Dann haben wir das eigentlich so. Ah, es ist jetzt kein schöner Verlauf, ne? Es ist so ein bisschen mal schnell hingeklatscht. Die Donau. Aber die schlenkelt hier zwar immer so ein bisschen, aber das kann ich jetzt schwer nachmachen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen. Das fast in Ordnung. Eventuell müssten wir hier noch ein bisschen was. Jetzt kommen wieder meine Feinarbeiten. Damit ich wahrscheinlich alles wieder versaue. Hier ein bisschen was, so die Kante ein bisschen so nach unten, dass sie ein bisschen realistischer aussieht. Ja, gut, machen wir so. Dann haben wir jetzt hier den Rhein, den Main und die Donau. Machen wir einen Donausee? Ja, das müssen wir wahrscheinlich machen, weil sonst kriegen wir da kein Wasser rein in die richtige Richtung laufen. Deswegen machen wir jetzt einen Donausee. Moment. Wo ist denn der Bodensee? Der ist hier unten, ne? Wollen wir jetzt einfach mal ganz unrealistisch sein und sagen, wir bauen den Bodensee und bauen eine Verbindung zum Bodensee in die Donau, was es nicht gibt. Was ich aber einfach machen könnte. Ach komm. Unser Deutschland. So. Hier irgendwo. Bodensee. Könnte man sagen. Der sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht ein bisschen kleiner. Der ist nicht so, er ist zwar groß, aber so riesig ist er, glaube ich, auch nicht. Oder? Wenn wir jetzt mal so vergleichen, der ist echt groß. So. Hier irgendwo. Autobahn ist Landesgrenze. Oder so in der Art. So. Der geht ja hier so längs und dann können wir hier noch ein bisschen. Ja. Ja, so kann man es eigentlich machen. Komm. Wir hier noch ein bisschen wieder ran, weil die Arme sind zu groß. Zack. Und dann können wir eventuell, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen runtergehen, haben wir hier den Bodensee, der jetzt gleich eine illegale Verbindung zur Donau kriegt. Aber ich will einfach Wasser in der Donau haben und sonst geht das nicht. Zack, wenn wir jetzt hier sagen, Wasser kommt da rein, dann bauen wir hier eine kleine Verbindung. Der Bodensee-Donau-Kanal, den ich jetzt einfach hier hinbaue. So, zack. So, da ist der Bodensee-Donau-Kanal. Und dann wollen wir einfach mal Play machen. Mal gucken, was passiert. Da müsste hier gleich Wasser entstehen. Ja, sehr schön. Wird die Elbe mittlerweile. Ich verstehe nicht, warum die Elbe kein Wasser bekommt. Oder dauert das so lange, bis das hier reinkommt? Ja, das Wasser fließt eindeutig Richtung da rein und läuft dann nicht mehr weiter. Ja. Ist ein bisschen vertrocknet, die Elbe hier.
Und der Rhein, der ist völlig vertrocknet. Wie sieht es denn damit aus? Ja gut, der ist auch viel zu... Da müssen wir nochmal korrigieren, sag ich mal. Dann haben wir zwei Folgen, in denen wir nur Elbe und Rhein gebohrt haben. Na super. Hat sich voll gelohnt. Ich wollte eigentlich extra... Hätte ich vielleicht doch... Vielleicht, naja, jetzt habe ich es einmal aufgenommen. Jetzt haue ich es auch so raus. Ich habe jetzt überlegt, ob ich da noch ein bisschen Zeitraffer rausmache. Wenn ich nachher die Bodenverhältnisse anpasse, vielleicht in der nächsten Folge, dann werde ich vielleicht wieder ein bisschen Zeitraffer machen. Aber so nicht. So, hier muss noch niedriger. Niedriger, so. Wahrscheinlich doch sinnvoller, dann erstmal die Bodenverhältnisse machen und dann zum Beispiel Norddeutschland erstmal deutlich runterzusetzen. Im Gegensatz zu Süddeutschland. Und dann... kann man zum Beispiel die Elbe oben ein bisschen besser bauen. Würde ich jetzt mal sagen. Haben wir hier unten? Hier unten haben wir doch auch noch irgendwo eine Dings gesetzt, oder? Haben wir nicht. Haben wir tatsächlich nicht. Dann werden wir hier auch mal eine größere Wasserquelle setzen. Ja, zack. Gucken, was passiert. Außer, dass sich erstmal eine Welle ausbreitet. Das bringt wieder doch auch so eine Küste, ne? Das bringt wieder tatsächlich eine flache Küste. Hm. Und wir sehen, wir haben einige Überschwemmungen in einigen Gebieten. Und Springfield wird verlassen. Warum? Ja, steht noch verlassen. Steht jetzt, oder sind da gerade so die Sterbewille in Springfield? Haben wir noch irgendwo andere Überschwemmungsopfer? Ja, hier. Arcadia Bay hat die Dings gesetzt, verhauen. Jetzt Gebiete. Aber hier tun wir jetzt sein und so steht alles nicht unter Wasser. Sehr schön. Obwohl, das geht noch. Das ist, müsste gleich wieder in Ordnung sein, vielleicht. Wahrscheinlich, weil wir einfach die Wasserhöhe jetzt ein bisschen erhöht haben, dadurch, dass da mehrere. Ach stimmt, das war schon immer so dieser Bergsee, der ja so rausläuft. Ich möchte mir gerne mal die Strömungsverhältnisse angucken. Kann man das irgendwie machen? Für einen See, für einen Staudamm müsste das doch gehen. Ja. Ja, hier muss eindeutig hier reinlaufen. Bewegt sich aber gar nichts in der Elbe. Gut. Ich würde sagen, aber dann beende ich gleich erstmal wieder kurz. Und passe dann gleich mal die Landschaften an. Dann sehen wir uns gleich wieder. Aber hier, guck mal, hier steht das Wasser gerade. Und es eigentlich weiterfließen müsste. Realistischerweise. Oder dauert das einfach arschlange? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und hier ist der Bodensee-Donau-Kanal, den es eigentlich gar nicht gibt. Hier mal ein bisschen kleiner machen können. Ganz ehrlich. Der. Weil der ist ein bisschen zu riesig, finde ich. Den soll man ja eigentlich auch gar nicht so groß erkennen. Der soll ja einfach nur ein bisschen da sein, um... Fließt das Wasser hier? Ja, fließt hier rein. Sehr schön. Gut, man sieht, das Wasser fließt hier rein. Vielleicht hier noch ein bisschen runtergehen, damit das geht, sage ich mal. So, zack. Ja, müssen wir so machen. Müssen wir so machen. So, dann haben wir jetzt die wichtigsten Flüsse, sind vielleicht ein bisschen groß geraten. Aber gut, es geht halt nicht anders. So, wir speichern jetzt mal. Dann würde ich sagen, zwei Folgen, denke ich mal, mache ich hier raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in Deutschland. Zusammen. Klein Deutschland. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.